Und ja, dann heiße ich auch an dieser Stelle mal die späteren YouTube-Zuschauer willkommen in einer neuen Folge von Let's Play The Elder Scrolls for Oblivion. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe keine Ahnung mehr, was der letzte Stand war. Ich sehe aber, dass unsere Lebensenergie ein bisschen zu gering war. Da haben ungefähr 2% gefehlt. Ich bin leicht übersteuert, wird mir gerade gesagt. Ich drehe mal ein bisschen runter. So. Ich sehe übrigens gerade, dass das gesamte Streamfenster am Haken ist. Es liegt nicht an, an der Aufnahme. So, wir sind hier im dunklen Spalt in der Höhle. Ich weiß nicht, was wir hier machen. Ich sehe aber, dass hier Gegner sind. Und so wie die aussehen, sind die uns nicht freundlich gesonnen. Ja, bitte? Wenn ich es auf Ärger anlege, dann kriegst du einen Headshot. Oh, du hast den Headshot überlebt, ja? Vielen Dank fürs Folgen. Ja, vielen Dank fürs Folgen. MaxZocker838. Für die YouTube-Zuschauer bitte nicht wundern. Wir streamen das Ganze hier gerade auch nebenbei. Und du kleines Drecksding hast mich irgendwie verzaubert oder sowas. Das ist ein schönes. Starke Tränke der Hexe. Oh, ich muss erst mal wieder an die Steuerung gewöhnen. Vielen Dank. Blitzsturm. Oh, nice. Waffeauflösung werden wir wahrscheinlich auch nie verwenden. Ich muss echt wieder in die Steuerung reinkommen. Natter. Derischer Streitkolben, den kannst du behalten. Der wiegt zu viel. Wobei, wir können eigentlich einiges mitnehmen. Erstmal die Tränke. Opfernder Knall. Waffe korrodieren. Komm, nimm mal mit. Können wir verticken. Bei unserem persönlichen Dealer erster Wahl. Nee, der lohnt nicht. Boah, ich muss erstmal wieder voll reinkommen. Vor allem hier die Renngeschwindigkeit, an die muss ich mich wieder richtig gewöhnen. Weil die nämlich sau hoch ist. Wir sehen uns erstmal ein bisschen um, ob wir hier vielleicht irgendwo ein Kistchen entdecken. Ich werde übrigens leider nicht immer auf den Chat gucken können. Wenn euch etwas besonders am Herzen liegt oder so, was ihr mir schreiben wollt, dann haut es am besten in Caps rein. Oh, Schock. Jasmin, vielen Dank für die Spende. 25 Euro, wow. Vielen Dank. Was haben wir denn hier? 65 Gold und ein Glasdolch. Irgendwie juckt es mich schon fast noch auf Dolch zu skillen. Ich nehme den mal mit. Lasst uns mal ganz kurz ins Questbuch schauen. War das nochmal? Nee, das war schnell speichern. Hier ist das. Ich habe beobachtet, wie Totenbeschwörer in der Dunkelspalthöhle schwarze Seelenjuwelen erstellt haben. Ich muss Raminus Polos diese Informationen überbringen. Ah, okay. Okay. Ich muss den dunklen Spalt südlich von Chedinal finden, bevor der nächste Schatten des Wiedergängers erscheint. Ich sollte nach dem himmlischen Lichtern Ausschau halten, die im Buch des Totenbeschwörers erwähnt werden. Deswegen sind wir also hier. Wir sind im Auftrag der Magiergilde hier. Dinobix, gerne, gerne. Max Zocker, du darfst gerne etwas empfehlen. Und alles Gute. Was denn los? Die geheimen Energien des menschlichen Körpers geben euch nur langsam ihre Mysterien preis. Ihr seid jetzt Geselle der Wiederherstellung und könnt Wiederherstellungszauber der Gesellenstufe wirken. Geil! So, das wollte ich aber eigentlich gerade gar nicht. Ich wollte eigentlich den Lappen hier... Oh, Alter, okay, der wird ein, das ist ein harterer Brocken. Ein stinke Zombie. Aua! Alter! Wo kommst du denn her? Ach was. Schnauze. Immer noch Schnauze. Wer bist du eigentlich, mein Freund? Sprich doch mit mir. Erhebe dich langsam. Du bist schon alt und grün. Boah, Alter, die stecken... Oh, scheiße, ich glaube, wir haben keine Ladungen mehr. Huh! Diese
renne ich eigentlich? Ich bin so langsam unterwegs, gerade gar nicht so wie sonst. Na? Schnauze. Wow, Alter. Oh! So ein bisschen unsere Lebensenergie im Auge behalten, habe ich so das Gefühl. Ich richte die Glückwünsche gleich noch aus. Versuch nochmal, wer hat denn jetzt Geburtstag? Ich habe es gesehen im Chat. Schnauze! Schnauze! Ich habe gesagt, du sollst die Fresse halten! Okay, er will nicht. Sag mal. Oh, wir haben ihn, glaube ich, gelähmt. Oder auch nicht. Sah nur so aus. Jetzt ist er gelähmt. Och, Mann. Was haben wir eigentlich für Pfeile gerade drin? War ganz verdammt gut zielen, der Kollege. Ach ja, stimmt, wir können ja ranzoomen. Das habe ich wieder voll vergessen. Nutze ich fast nie. Welches Level ich bin, schaue ich gleich. Moment. Ach, können wir gerade mal. Mitten im Kampf, ist ja klar. 34. Na, Schnucki. Was? Wieso ist denn der wieder... Ach, ja, stimmt ja. Diese stinke Zombies, die können sich ja heilen. Also, beziehungsweise die regenerieren durchgehend die Lebensenergie. So. Der Max hat Geburtstag. Vielen Dank, genau. Ja, bin auch schon wieder voll am Start. Alles Gute zum Geburtstag, Max. Boah, jetzt reicht's mir mal mit dem Sack hier, ey. Pass mal auf. Wir sind übrigens ein Gummibär. So, warte mal. Wo waren das gerade? Scheiße. Hä? Ich hab's ja eben gesehen. Keine schlechte Idee. Hier, mein Freund. Das zieht. Denn Zombies oder generell Untote hassen Feuer. Yeah. 19 Stahlpfeile, Alter, ey, da haben wir ja nahezu voll gepumpt. Jaja, Schwesterlein, ich weiß, er hatte Geburtstag, habe ich gelesen. So, es ist wirklich schwierig, weil ich müsste eigentlich, die beiden Chats mal so übereinander packen. Momentan sind die nebeneinander, das ist echt, Mount & Blade. Ja, Mount & Blade kenne ich, Battlefield werde ich niemals spielen. Oh, Stab der Mühsal, nehmen wir mal mit. Battlefield ist nämlich so gar nicht mein Ding, aber Mount & Blade können wir gerne mal machen, das habe ich früher viel gespielt. Denovix, ich kann deinen Namen auch gerne nochmal sagen. So, Oblivion, eines der besten Games, die es je gab. Ja, das kann ich absolut bestätigen. Und Adler Mannheim, auch dir, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Oder herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Ey, ich sag's ja, ich bin heute voll drauf. Alles Gute zum Geburtstag, so ist besser. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Hast du echt gut gemacht, Mensch. Hast richtig gut gemacht. Es ist echt eine Leistung, dass du heute deinen Geburtstag hast. Das ist... Habe ich auch noch nie so geschafft, muss ich ehrlich sagen. Ja, jetzt haben natürlich alle auf einmal Geburtstag, ne? So. Ist gerade echt ein bisschen schwierig, die beiden Chats im Auge zu verarschen. Es kommt gleich so eine Ratte, weißt du? Hier irgendwie nicht. Hä? Ist hier ein Seitengang, den ich übersehen habe? Wow, Alter, was denn hier los? Irgendeiner von denen ist doch beschworen. Der hier. Ein Skelett-Champion. Okay, hier ist echt Party.
Na, den kriegen wir auch so down. Ach, gib Ruhe. Dich will eh keiner. Schnauze! Oh, daneben. Schnauze! Immer noch Schnauze! Da, geht auch. Jetzt versteckt er sich. Schiss oder was? Da haben wir ihn. Yeah! Erlegt. So. Wer hat jetzt in 28... Ah, in 28 Tagen Geburtstag. Hier Meisterin scheint auch da zu sein. Auch da nochmal herzlich willkommen. So. Müssen wieder langsam hier ein bisschen einfinden. $81, ja. Fackel könnte man eigentlich mal anzünden, ne? Waren das Nummer 7? Nein. Ah, hier war das. Muss erstmal wieder ein bisschen auf die Steuerung klarkommen. Das war Umbra. Hier ist der Heilungszauber, glaube ich. Okay. Ah, da ist der Kollege von eben. Ich sage erstmal wieder mit der Steuerung klarkommen hier. Ich bin sowas von raus. Okay, hier ist noch ein Pfeil. Und mal hier nochmal gucken, ob wir hier irgendwas vergessen haben. Ich glaube nicht. Hier war, glaube ich, eh keiner. Aber hier hinter wahrscheinlich. Ja, Waffe ziehen. Sind wir noch hier? Hui. Schau mal ganz kurz, ob wir einen Seelenstein haben. Da oben ist da jemand. Ist das ein Geist? Da bewegt sich auf jeden Fall, glaube ich, was, oder? Hm. Sieht so aus, als ob da irgendwas drin liegen würde. Irgendwas ist hier faul. Und da ist ein Kartenbug. So, ich schau mal ganz kurz, ob wir irgendwie Seelensteine haben. Das fände ich sehr klasse. Keine. Super. Okay, das heißt, wir brauchen mal wieder eine Runde Umbra. Wir müssen uns dringend mal eine Runde heilen. Mal gerade schauen, was wir eigentlich noch für Heilungszauber jetzt haben. Vielleicht können wir jetzt mal was anderes benutzen. Größere Wunden. Können wir das nutzen? Oh. Ist nicht unbedingt schlecht, frisst aber auch ganz schön viel Magika. Wir sollten vielleicht mal ein bisschen mehr Magika irgendwie arrangieren. Da oben. Ah, vielleicht haben wir ein Gift am Start. Gift der Übel... Oh, der ist nice. Damit könnten wir den vielleicht one-shotten. Nein! Oh, okay. Hat geklappt. Alter, der kassiert aber auch, ne? Haben wir den falschen Bogen gerade ausgerüstet? Feuersturm, nee, ist eigentlich der übliche. Umbra. Umbra würde ich ganz gerne nutzen. Wow, 29 Zuschauer. Geil. Richtig was los heute. Was geht eigentlich bei dem da? Ist das irgendwie so ein Boss-Magier? Zieht der mal rein, was der für Zauber am Start hat. Komm, wir müssen den down kriegen. Scheiß auf Skelett. Toll. Wo ist denn das Skelett eigentlich? Sind sie hier runtergerannt eben? Da ist er. Ah, das ist anscheinend schon despawned. Und ein noch. Bams.
Offenbar ist er hier der Einzige. Nein, das ist noch ein düster Gespenst, dürfte das sein. Vielleicht können wir uns da eben vorbeischleichen. Schön wär's. Eine Ratte, okay. Der da anscheinend gerade mitgekillt mit seinen übelsten Zaubern. Stab des Raureifs. Totenbeschwörer. Nee, ist tatsächlich ein ganz normaler Totenbeschwörer. Starkes Griff der Trennung. Schneesturm, geil. Den hier könnte man eigentlich auch mitnehmen. So, das ist tatsächlich nur Holz, was hier drin ist. So, eine schwierige Truhe. Ich bin jetzt durch These noch ein bisschen in Übung, weil das Schlosssystem ja da ähnlich ist. Boah, okay, hat sich jetzt nicht so wahnsinnig gelohnt. Da hinten ist er. Der sieht uns aber, glaube ich, nicht, oder? Doch, der sieht uns. Noch sieht er uns. Hier geht's wohin? Ins Allerheiligste. Das erinnert mich gerade dezent an Amnesia. Hier ist irgendwie auch ein Lichtbug. Dass er uns immer noch sieht. Ich mach mal ein bisschen Licht hier. Nein. So, jetzt hab ich's. Huch! Ja, man kann sie auch automatisch öffnen. Es dauert aber teilweise genauso lange, wie als wenn ich es manuell mache. So, da ist der Kollege. Pass mal auf. Die sind identisch. Das war offenbar der hier. Was? Eisschaden widerstanden? Was? Okay, Frost scheint nicht viel zu bringen. Wir probieren den hier nochmal. Okay, der ist anscheinend immun gegen Eisschaden. Was haben wir noch? Schock. Das könnte klappen. 80 Punkte Schockschaden. Oh ja, das geht schon eher. Und tschüss, altes Bettlaken. So, wir brauchen... Ach, scheiße, jetzt hätten wir die Seele eigentlich sammeln können. Ja, der allerheiligste Spalt, mein... werte Jasmin. Sind wir jetzt durch oder ist hier noch was? Ich habe das Gefühl, doch da unten schon könnte noch was sein. Bin immer mal so ein bisschen... Ah ja. Dabei auf den Chat zu schauen. Deswegen bin ich manchmal so ein bisschen am Umherirren. Yay! Das war übrigens der Gummibär-Shot. Hat man ja gesehen. In dem Moment, wo ich das gemacht habe, hat er leise vor sich hin gedacht, Gummibär, hüpf mir und dort und überall. Okay, vergesst das lieber. So, den nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Hm. Das ist ganz praktisch für gute Geister. Ja, das wäre schön. Gute Geister. Sonst Allerheiligste gehen wir noch. Ich will noch mal schauen, was hier ist. Eine Truhe. Und ich glaube sonst gar nicht. 60 Gold und niedrig. Und das war's. Immerhin. Wie viel Gold haben wir eigentlich? 137.725. Nein, nicht gecheatet. Sondern lange und mühsam erspart. Dunkle Schwester, nein, das sollte keine Anspielung sein. So. Jetzt heilen wir uns erstmal ganz kurz ein bisschen. Und ich trinke nochmal ganz kurz einen Schluck Cola. Oh Gott, tut das gut. Oh, ist das gut. Mm. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, Geistileins.
Oder auch Zombie-Lines. Ich will seine Seele haben. Ja, ich will seine Seele fressen. Na gut, dann holen wir uns doch die Seele von dem Lappen da unten. Erstmal vorbeigetroffen. Vor allem vorbei und getroffen. So, erstmal hier ein bisschen runtergehen, ne? So, mein Freund. Und dann schmeckst du den hier. Und dann nehmen wir wieder den hier. Und da. So. Azuras Stern. Der, nee, den hat er nicht gefüllt. Welchen hat er gefüllt? Den hier. Größerer. Nice. Erstmal auf Feuersturm. Klinge des Leids müssen wir unbedingt auch mal wieder mit. Dunkle Schwester hat aus irgendeinem Grund Brüste gelesen. Ich frage mich mal, wo sie das gelesen hat. Mit. Wen juckt was nicht, wer da ist, wie? Der Red, egal, sagt, es juckt die nicht, dass ich da bin. Skyrim Remastered, ich hab's angespielt, muss ehrlich sagen, ist jetzt nicht so der Burner. Um ehrlich zu sein, leider. Da habe ich schon, ja, weiß nicht, bessere Remastered Editions von irgendwas gesehen. Ist leider nicht so der Hammer in dem Sinne. Die Grafik ist halt ein bisschen besser in dem Sinne und alles andere. Okay, ein paar Bugfixes sind noch drin. Aber ansonsten ist es relativ identisch. So, Drecksack. Magieentzug. Das sind immer so die Sachen, die wir nie nutzen werden und trotzdem mitnehmen. Oh, Zwergenpfeile. Edelstein besitzt das Amulett und 75 Gold. Knochenmehl darfst du behalten. Wir müssen unbedingt mal wieder ein bisschen Alchemie machen. Zum Beispiel hier mit den Steinpilzen geht das wunderbar. Kann man nämlich Lebenstränke mitmachen. Und moin, Lukas Betz. Und überhaupt nochmal moin an alle neu dazugekommenen Zuschauer. Das sieht sehr nach einem Boss aus irgendwie. Sieht ein bisschen aus wie Lucien. Nein, das ist nicht der Grund, weswegen ich ihn angreife. Weil er auch noch dieselbe Stimme hat. Nur aus dem Weg. Fuck. Oder nicht? Nimm mal den Stock! Ich bin Gandalf! Okay, die juckt die nicht sonderlich. Ach komm, wir verprügeln ihn jetzt. Komm mal ran, Ofenmeter. Ja. Ofenmeter, mein Freund hier. Bam! Hier einfach nichts passiert. Großartig, ein bisschen. Schmecke diesen dädrischen Kolben. Kann ich dir eigentlich Seele abzwacken, mein Freund? Ich weiß nicht, ob das mit dem Dingens geht, mit Azuras Stern. Hörst du auch abzuhauen? Ne, geht nicht. Schade. Hätte ja klappen können. So, gib mir mal den gerade und dann gib mir das hier alles sehr schön und das hier sehr schön. Hm? So, die Kiste hatten wir ausgeräubert, ne? Ja. Ah ja. Mein Freund, du hast Pech. Wir haben Ladungen am Start. Boah, da steckt aber auch ein, ne? Ich habe das Gefühl, wir müssen eventuell unseren Bogen mal wieder reparieren. Ich habe das eindringliche Gefühl, dass er weniger Damage macht als sonst. War ja eine schwere Geburt. Ektoplasma. Plasmatisches Ekto. So, hier haben wir einen Sarg. Oh. Ebenholz, Diamantring. Dann ein Haufen feiner Ex. Oh. Oh. Expertenkalkinator, den man oben ausspricht. Kalzinator, Kalkinator hat man leider schon. Schade. Was haben wir hier? Ah, Wermutblätter. Unsichtbarkeit. Auch nicht schlecht.
höre etwas. Ey du, aufs Maul? Klappt doch wunderbar. Ey, von dem holen wir uns mal wieder die Seele. Na, mein Freund? Du bist ein braver Seelenspender. Komm mal her. Heute werden keine Samenspenden, sondern Seelenspenden hier. Aufgesammelt oder eingesammelt oder weiß ich was. Kriegst auch 50 Euro dafür. Und tschüss. Bam. Was haben wir denn da? Wieder mal größer, sehr schön. Hat auch gerade hingehauen, dann wäre der Bogen wieder leer gewesen. Oh. Lebensenergietrank, schwacher Lebensenergietrank. Lebensenergietränke sind immer gut. Ich weiß gar nicht mehr, auf welcher Taste ich die eigentlich hatte. Warte mal. War das nochmal? C? Steuerung C? Oh Gott, wie ging das nochmal? Irgendwie konnte man, so war das, genau. Habe ich wieder. Hier haben wir noch gar nichts drauf. Ich belege das mal ganz kurz neu. Auf die 1 lege ich mir mal den Feuersturmbogen. Zack. Auf die 2 legen wir uns mal Umbra. Zack. Dann hier so ein Stab wäre eigentlich noch ganz praktisch. Der ist leer. Stab der Mühsal. Mhm. Legen wir uns mal da an. Den laden wir dann noch auf. Auf die 4 würde ich ganz gerne einen Lebensenergietrank legen. Schwacher, Hexerei. Starker, hier, nee, das ist Magika. Starker Trank der Lebensenergie. Legen wir mal da drauf. So. Ah, Chaoshexe. Ja, gerne. Immer wieder. Und bezüglich des Banners, der da gerade von Denobix angeboten wird, vielen Dank erstmal überhaupt fürs Angebot. Tut euer Schlimmstes. Ich bin dabei. Ja, was sagst du jetzt, ha? Huh? Okay, wo ist das Ding? Ich habe ja schon gegen Schlammkrabben gekämpft. Das sieht sehr nach aus. Also erzähl mir nichts von Schlammkrabben. Ich habe damit gewisse Erfahrungen gemacht. Kommen wir hier irgendwie eigentlich auch irgendwo hoch, oder? Akrobatik hilft uns gerade auch nicht viel weiter. Hier sieht es ja nach Ausgang aus, wenn du mich fragst irgendwie, oder? Das sieht so aus, als ob man hier irgendwie theoretisch hinterkommen könnte. Ah, ich weiß, wie wir da hinkommen. Wir haben vorhin nämlich, glaube ich, eine Abzweigung genommen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ich hab gar nichts. Du bist hier die Beschwörerin. Und feige bist du auch noch. Wegen dir verschwende ich jetzt hier Pfeile. Komm bloß her. Huch. Sollst du deine gerechte Strafe abholen. Ah! So macht man das. So, Hexerei und einen starken Lebensenergietrank und Eissturm. Sehr schön. Guten Abend übrigens, Noobmaster 2415. Welcome to the game. Und, Moment, Mnsklopju. Vielen Dank fürs Folgen. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Da ist ein Tunnel. Ah, wir sind hier lang gegangen, genau. Ja, hier sind wir auf jeden Fall am oberen Ende. Ich will zu der Truhe da. Oh nein, oh, Schock, ich dachte, das wäre ein Gefäß. Abspeichern wäre wieder eine Idee. 85 Gold. Immer gern gesehen. 138.000 haben wir jetzt. Das Geld werden wir, glaube ich, niemals gebrauchen. Oder das Gold in dem Sinne. Oh. Eine schwierige Truhe, wo mal wieder was völlig Sinnfreies drin ist. Ah, okay. Der neue, Folgende sozusagen spricht Englisch. Daher werde ich mal ganz kurz... Hallo? Achso, die haben wir schon. Daher werde ich mal ganz kurz auf Englisch, jetzt kommt's, ne? Mein krasses Englisch wieder. Sir Mnsklopju, thank you very much for following me and you're, welcome to the channel.
And sorry for my very great English. So. Da gibt's andere, die können besser Englisch als ich. Zum Beispiel meine Freundin. Ich kann Englisch nur gut schreiben, aber nicht labern. Dauert immer zu lange, bis mir einfällt, wie man was irgendwie formuliert. Okay, ich glaube, wir sind durch. Aber lass uns noch mal einen Blick auf die Map werfen. Nein. Das sieht gut aus. Okay, dann geht's zurück und dann schauen wir da nochmal, ob wir da auch alles durch haben. Sah gerade irgendwie so komisch aus. So, wie sieht's hier aus? Haben wir auch alles durch. Da geht's dann wieder raus. Okay, ich hoffe, wir finden jetzt mal eben den Weg zurück. Von hier sind wir gekommen. Haben wir die Kiste hier eigentlich? Ich glaube ja, ne? Ja, totes Fleisch brauchen wir nicht. Das kann da gerne drin liegen bleiben. Hier haben wir, glaube ich, auch alles soweit. Ah ja, genau, hier waren die zwei Schmachmaten und der da. Oh, ach so, ja, schön, den wollte ich nicht mitnehmen. Was eigentlich, sind wir hier von oben gekommen? Was ist denn da oben? Ich würde da gerne mal reinschauen. Oh, das Kissen. Ah, 82 Gold. Na bitte. Hat sich doch noch gelohnt, hier nochmal hochzugucken. Ich glaube, hier ist sonst nichts. Nö. Weiter geht's. Aber wir waren schon voll. So, Totenbeschwörer. Das dürfte noch aus den letzten Folgen sein, das Gebiet hier. Ich traue irgendwie gerade. Ach, hier können wir rüberlaufen. Okay, was ist denn da unten? Ich glaube, da ist tatsächlich gar nichts. Ausnahmsweise mal. Neu, was hast du denn Feines? Ein Elfen? Wo ach, den immer mit? Ach ja, das war hier mit diesen komischen Nippels, wo ich mich gewundert habe, was das ist. Oh, falsche Tasse. Ich kenne, sind Kerzen sind das eigentlich. Ich habe das noch nie zuvor hier in Oblivion gesehen, ne? Diese Mini-Nippels hier. So. Ach hier, das sieht wieder so schön einladend aus. Das ist eine Party-Textur. Die ist gerade auf LSD. So, eigentlich war da was gesagt von dunklen Seelensteinen. Wir haben nicht einen einzigen gefunden hier unten. Das finde ich nicht so geil. So. Und da sind wir wieder beim dunklen Spalt. Ja, genau, hier wollten wir schwarze Seelensteine herstellen. Okay, wir müssen, glaube ich, zur Magiergilde jetzt. Wie es ja auch dem Titel des Streams zu entnehmen ist, habe ich überlegt, oder ich fände es ganz cool, wenn wir es sogar bis Knights of the Nine schaffen. Die Nächte der Neun. Ja, wir müssen wieder in die geheime Universität. Eigentlich hätten wir mal wieder laufen können. So, ich trinke nochmal gerade einen Schluck. Ich sag an der Stelle nochmal guten Abend an alle, die jetzt neu dazugekommen sind. Kommen ja immer wieder welche so dazu. Sind wir hier richtig? Ah ja. Hallo? Hauen und stechen. Der Name sagt alles. Ja. Der Name ist gut gewählt. Er hat große Streitkolben und große Äxte. Urbul pflegt die Dinge gründlich zu töten. Weiter. Wenn ihr leichte Rüstung braucht, redet ihr am besten mit Maru Rufus bei der besten Verteidigung. Wenn euch danach der Sinn steht, müsst ihr unbedingt mit Maro reden. Oh, habt ihr etwas aus den anderen Provinzen gehört? Ich nehme an, der Daedra-Kult ist auf der Insel Somerset inzwischen weit verbreitet. Die Altmeer haben mächtige Zauberer. Das könnte eine gefährliche Situation ergeben. Schönen Tag. Ihr seht wirklich clever aus. Vielen Dank. Hallo, Gelehrter. Moin. Seid ihr schon am dunklen Spalt gewesen? Sogar drin. Wir müssen über die Totenbeschwörer so viel wie möglich in Erfahrung bringen. Fortschritt. Ihr werdet mit jedem Tag, der vergeht, wertvoller für die Gilde.
Die Gilde möchte das belohnen und daher werdet ihr in den Rang eines Beschwörers erhoben. Yeah! Nehmt diese Robe und tragt sie mit Stolz. Die kommt direkt in meinen Schrank. Totenbeschwörer. Ihr habt sie also gesehen? Ja. Die Altäre müssen mit einer Art Macht belegt sein, von der die Seelensteine verändert werden. Ich werde die Neuigkeiten an den Rat weitergeben. Es ist in der Tat äußerst beunruhigend, dass dies keine reinen Mythen sind. Ich fürchte auch, dass sie vielleicht zahlreicher sind, als wir angenommen haben. Ihr habt erneut bewundernswerte Arbeit erbracht. Ihr habt meinen aufrichtigsten Dank und auch den des Rates. Yeah. Es kann wieder auf Fortschritt gehen, aber ich möchte mal ganz kurz gucken. Wir verkaufen nur vom Besten. Hab Was ich auch darf ich euch anbieten? Schwer hoffen. Der macht, glaube ich, aber hauptsächlich Zerstörung. Oder? Nee, ist ja auch. Hat auch Wiederherstellungs. Überragende Wunden. Erfordert Wiederherstellungsfertigkeit von 75. Da sind wir, glaube ich, noch lange nicht. Wir können ja mal gucken. Sind wir jetzt Geselle geworden? Boah, wo waren das nochmal? Hier? Da, 50 haben wir jetzt. Okay. Wissen wir Bescheid. Quest angefügt. Befreit mit. Oh, sorry. Ich glaube, ich habe gerade einen Dialog übersprungen. Fortschritt. Ihr seid kein Beschwörer mehr. Die Gildenmitglieder sollen euch jetzt als Magier ansprechen. Da fuck. Meinen Glückwunsch. What? Alter, wir sind doch gerade Beschwörer geworden. Wieso sind wir jetzt Magier? Aber okay, finde ich nicht schlecht. Wenn es da noch Gehalt gäbe, fände ich es noch besser. Okay. Quest? Wir haben da einen Marker. Ich muss mit Hannibal Traven sprechen, der einen Spezialauftrag für mich... ja, ich kenne eure Spezialaufträge. Hier hoch. Es freut mich, euch zu sehen. Hannibal? Hallo? Ah. Wie wär's, wenn ihr ein paar Tränke braut? Ihr seht mir recht nach einem Alchemisten aus. Wir haben, mein Freund. Wir haben... Oh, schade. Wertester Hannibal, ich bin dran. Gegrüßt, Schüler. Es ist höchste Zeit, dass wir uns von Angesicht zu Angesicht begegnen. Findet ihr nicht auch? Ansichtssache. Raminus hat mir viel Gutes über euch erzählt. Ihr seid rasch vorangekommen und zeigt große Begabung. Ich will jetzt eure Talente einem direkteren Test unterziehen. Ich habe eine schwierige Aufgabe zu erledigen, bei der ihr mir vielleicht helfen könnt. Aufgaben? Seid ihr bereit? Ja. Sehr gut. Lasst mich erklären, was auf dem Spiel steht. Der Rat der Magier weiß seit längerer Zeit um die zunehmende Umtriebigkeit der Totenbeschwörer in Cyrodiil. Bisher waren wir bereit abzuwarten, wie sich die Dinge entwickeln würden. Doch diese Zeit ist jetzt um. Wir können diese Angriffe auf die Gilde nicht dulden. Die meisten unserer Informationen über die Totenbeschwörer stammen von einem Angehörigen der Gilde, der den Kult unterwandert hat. Aha. Ihr habt jemanden eingeschleust? Wo ist der Informant? Mucianus Alias. Er ist kein Ratsmitglied, hat aber der Gilde hier an der geheimen Universität lange treu gedient. Er war sich der wachsenden Unruhe bewusst, die auf die Ächtung der Nekromantie in der Gilde folgte, und bot dem Rat Hilfe beim Überwachen der Umtriebe des Kultes an. Er hat mit meiner Einwilligung die Gruppe unterwandert und uns lange Zeit Informationen über ihr Treiben zukommen lassen, bis diese plötzlich nicht mehr kamen. Ich habe nichts mehr von ihm gehört und fürchte um seine Sicherheit. Ich habe in die Vermutung, entweder er ist tot, was wahrscheinlich das Naheliegendste ist, oder dass er vielleicht sich sogar den angeschlossen hat. Ihr habt jemanden eingeschleust, ist zwar eigentlich offensichtlich an der Stelle, aber wir fragen trotzdem mal. Ja, und das haben wir schon seit geraumer Zeit. Obwohl die Informationen, die er geliefert hat, recht dürftig sind, haben sie doch ihren Einfluss und ihre Macht erkennen lassen. Der Rat wollte zuerst nicht glauben, dass die Informationen stimmen, doch jüngste Ereignisse haben ihm keine andere Wahl gelassen. Ich befürchte, dass unser Informant in Gefahr schwebt, und deshalb habe ich euch gerufen. Weiter? Der Mangel an Berichten von Mucianus hat den Rat bestürzt, und jetzt zweifeln sie an der Richtigkeit seiner Informationen. Eine Gruppe von Kampfmagiern wurde zum letzten bekannten Aufenthaltsort von Mucianus entsandt,
um ihn zur Befragung zurückzuholen. Ich habe mich dagegen ausgesprochen, war aber am Ende einverstanden, damit im Rat kein Aufruhr entsteht. Ich bereue diese Entscheidung und aus diesem Grund ist es mein Wunsch, euch dorthin zu schicken. Was soll ich machen? Ich fürchte, die Kampfmagier könnten Mucianus misshandeln oder für einen der vielen Totenbeschwörer halten, die sich sicher in den Ruinen aufhalten. Ihr müsst Mucianus finden und für seine sichere Rückkehr zur geheimen Universität sorgen. Ich will nicht, dass etwas schief geht. Beeilt euch! Die Kampfmagier werden bald dort eintreffen, wenn sie nicht bereits dort sind. Und jede Minute zählt. Wenn ihr aus irgendeinem Grunde scheitern solltet, ist das Leben von Mucianus verwirkt. Ihr müsst ihn unbedingt in Sicherheit bringen. Brecht umgehend auf und lasst es mich wissen, sobald er in Sicherheit gebracht wurde. F5 ist mein Freund. Wohin muss ich gehen? Seinem letzten Bericht zufolge wurde Mucianus zu den Ruinen von Nenyont Twill, südlich der Kaiserstadt, entsandt. Dorthin sind die Kampfmagier aufgebrochen. Südlich des Flusses Weiße Rose, fast auf halber Strecke zur Grenze von Elsewhere. Mehr weiß ich leider nicht über diesen Ort oder darüber, was ihr vorfinden werdet, wenn ihr dort eintrefft. Wohlan. Hab Dank. Ihr müsst wissen, dass ich euch nicht darum bitten würde, wenn es nicht dringend wäre oder wenn es eure Fähigkeiten übersteigen würde. Ich werde auf eure Rückkehr warten. Na, das will ich wohl hoffen. Beeilt euch. Okay. Mucianus. Wie gesagt, F5 ist mein Freund in dem Fall. Was braucht ihr, Meister? Nett. Schauen wir mal gleich, wo wir überhaupt hin müssen. Was braucht ihr, Meister? Schön, dass man jetzt mal Meister angesprochen wird. Erstmal ein Blick auf die Map. Ich will mal scrollen, das ist ein bisschen verwirrend. Wo müssen wir eigentlich hin? Bin ich doof? Ach, südlich der Kaiserstadt. Ah, hier ist es ja. Da waren wir noch nicht. Das ist ein Ort, den wir noch nicht entdeckt haben. Mensch, da gehen wir mal gerade hier rüber. Dunkle Schwester hat gerade einen amüsanten Satz geschrieben gehabt im Chat. Was braucht ihr, Meister? Ah, dem geht's gut. Ich habe eben einen Bären gesehen. Der ist aber da hinten. Ach, was? Du magst doch Fackeln so gern, oder? Schon kriegt der Schaden davon? Aua! Haben wir noch nicht irgendwo noch eine Seele gehabt? Hatten wir nicht den Bogen aufgeladen? Doch, der hat Ladung. Okay. Happy Dying! Boah. Yeah! Der Gummibärchenfeier hat ihn erstmal erlegt. Hinten ist ein Oger. Ogre! Ogre! Na, mein Freund? Dickerchen, jo. Boah, der steckt aber gut ein, ey. Guck mal, er ist ganz steif geworden. Na? Huch. Ja, Moment, der ist dauersteif, der Junge. Und guten Abend, Yami no Okami. Eigentlich wäre seine Seele noch ganz praktisch. Oh, schon wieder die falsche Taste gedrückt. Muss ich mir wieder umgewöhnen hier. Seele! Du trägst eine große Seele bei dir, mein Freund. Ich glaube, da hinten ist sogar noch ein Troll. Bin mal nicht sicher gerade. Aua! Das ist zu groß zum drüber springen. Ah, jetzt ging's. Yeah!
Also, what? Alter, 6 Riesenkartoffeln nehmen wir auch mal mit. Was? Wie geil, eine Quest. Der Kartoffelklau. Ich habe draußen in der Wildnis einen Oger erschlagen. Merkwürdigerweise hatte er ein Bündel Riesenkartoffeln bei sich. Ich sollte sie behalten, da sie recht ungewöhnlich zu sein scheint. Cool. Ich glaube, diesen Riesenkartoffeln sind wir ja schon mal begegnet. Aber da haben wir sie nicht mitgenommen. Weil ich dachte, das sind halt einfach größere Kartoffeln. Aber naja. Werde übrigens gerade als Nutte beschimpft. So, da sind wir auch schon. Ist gut versteckt hier oben. Ist hier sonst noch was? Ja, das ist hier recht standalone. Huch. So, nochmal gespeichert. Und ich werde gleich nochmal die Seele in den Bogen fliegen. Noch mehr? Nee. Ich weiß nicht, ob freundlich oder feindlich. Ich nehme mal direkt einen Trank. Noch ein. Ihr? Was tut ihr hier? Wer seid ihr? Ich wurde hierher geschickt. Phitrager, Kampfmagier. Vom Rat geschickt, um diesen Verräter zu finden. Er muss ihnen gesagt haben, dass wir kommen. Wir müssen ihn in die Hände bekommen, bevor er ihnen noch mehr verrät. Wer seid ihr denn überhaupt? Ich wurde hierher geschickt. Ist der Rat denn verrückt geworden, euch alleine hierher zu schicken? Es bleibt keine Zeit. Die anderen, sie haben auf uns gewartet. Sie wussten, dass wir kamen. Ich bin als einziger noch übrig. Die Totenbeschwörer haben sich tiefer ins Innere zurückgezogen, doch wir müssen ihnen folgen. Die Zeit drängt. Folgt mir. Du kannst auch mir folgen, Lappen. Ey, du bist mir zu schnell und... Oh nein, ich meine natürlich... Oh nein, wie schrecklich! Phitrager ist tot. Ich muss seinen Weg in die Ruinen zum Auffinden von Musianos alias alleine fortsetzen. LOL. Ist das geil. Danke. Na, mein Freund, alles klar bei dir? Ich weiß gar nicht, ob der den Schaden davon kriegt. Wow. Hi. Ey, was, Alter? Als Astraldämpfer, ey. Geh mal weg mit deinen Analdämpfen, ey. Ah, hast du Ekel auf. Sorry, das sieht einfach zu geil aus, ey. Was? Er ist sogar gestorben jetzt dadurch. Das ist das geil, ey. Oh Mann, Alter, ist das geil. Ich duck mich schon mal. So. Ich glaube, hier gibt es sonst eh nichts zu holen. Oh. Ich nehme alles zurück. Ein paar Fackeln sind auch ganz gut. Das dunkelste Finsternis, genau. Finsternis. Wozu darüber gehen, wenn man auch springen kann? Ich will nur mal gucken, ob wir irgendwo noch eine Kiste haben oder so. Ich glaube, das... Nö. Haben wir nicht. Na, mein Freund? Habt ihr euch ja sehr weit zurückgezogen. Was ist los? Werdet ihr müde?
Nein, mein Freund, du bist müde. Und jetzt machst du ein Nickerchen, ne? Ja. So, erstmal halt abknöpfen hier. Blitzsturm. Dunkle Schwester, es war nicht die Überlegung, mich zu ducken, damit die Platte nicht hochgeht, sondern damit ich von den Dingern dann nicht erwischt werde. Bin zwar ohnehin schon klein, weil halt Waldelf und so. So, jetzt muss ich ganz kurz gucken. Wir sind von hier gerade gekommen. Hier ist Nüt. Und da wartet auch schon der Nächste. Bah! Lass es uns zu Ende bringen. So, dann mal ran. Das ist übrigens eine schlechte Idee, Zauber auf mich zu wirken, Mädel. Kriegst du nur selber zurück. Wir kriegen nur noch einen Bruchteil davon ab. Das nur schön, ein Glasstreitkolben. Flammengewitter, nice. Waffe korrodieren. Und stärkerer Stab der Stille, nehmen wir auch gerne mit. Ein Nichts. Schade, hätte ja sein können, dass da irgendwas ist. Mal wieder Fackel rausholen. Ah. Huah. Ja, Volltreffer. Da legt er sie erstmal hin. Ach nee, sie. Ey, Mädel. Sie einfach weiterlebt. Illegal. So. Stahlpfeil, Stahlpfeil. Tränkchen, Tränkchen, Tränkchen. Das ist schön an Totenbeschwören. Man bekommt einfach wahnsinnig viel so Trankzeug. So, einen Stab hat sie nicht gehabt. Ich muss ehrlich sagen, ich bin sehr gerne in diesen Eileiter-Ruinen hier. Da gibt es immer so schön viel zu holen. Und die gefallen mir auch optisch ganz gut. Huch, jetzt habe ich Q gedrückt, glaube ich. So, jetzt habe ich sie wieder. So, wo ist er? Ich höre ihn schnaufen da hinten. Okay. Ach ja, da war ja was. Halt's Maul! So. Ah ne, macht er ja nicht. Mühsal, können wir auch mal machen. Hier, komm, Mühsal. Extra für dich. Und noch ein. Und noch ein. Aua. Ah, Stille wirkt nicht mehr, ha? Ist er gelähmt? Ja, schade. Uah. Weißt du, machst du Faxen, wobei mir klatscht ja einfach einer. Och Mann, jetzt hör doch auf, gelähmt zu sein. Der ist gerade sein Schwert gedroppt. Ey, da steht was. Made in China. Boah, Alter, voll mit dem Nacken auf die Steine. Okay, mein Freund, du willst Krieg? Du willst da haben. Ah, guck's blöd, wa? Huh, was? Nein, der Bogen ist im Arsch. Nein! Okay, müssen wir uns irgendwas ausdenken. Keine Ladungen. Keine Ladungen. Vielleicht funktioniert es ja bei dem. Nicht wirklich.
Ubra! Alter, Finne, ey, war das ein Fight. Toll. Okay, jetzt muss er erstmal den Bogen reparieren. Komm, machen wir gerade mal alles hier. Soweit wir halt kommen. Oh, hat sogar für alles gereicht. Alter Schwede, ey. Nee, falscher Bogen. Gerade mal einen Seelencheck machen. Was haben wir denn da? Eine große Seele. Und das war es leider auch schon wieder. Okay. Muss ich mal gucken, wo müssen wir jetzt lang? Hier, ne? Sieht danach aus. Yep. Okay, was haben wir hier Schönes? Bisschen frische Ausrüstung. Was haben wir hier? Ninjon Twill Anga. Was zum? Die sieht irgendwie voll unheimlich aus. Ich speichere mal. Ist sie vielleicht. Oh, das tut mir leid. Ich fürchte, ihr kommt zu spät zu diesem Fest. Der Ehrengast ist bereits gegangen. Es tut mir auch leid, euch enttäuschen zu müssen, aber Mucianus ist nicht in der Lage, von hier aufzubrechen. Er ist jetzt ein Wurmsklave und soll hier recht zufrieden sein. In der Tat ein hartes Los, doch keiner kommt dem Orden des Schwarzen Wurms in die Quere, ohne schwer dafür zu büßen. Bist du denn, Alter? Ich werde dem Meister mitteilen, dass ihr hier gewesen seid und nach ihm gefragt habt. Vielleicht werde ich ihm als Opfergabe euren Kopf überbringen. Bist du für eine Psycho? Ach komm, halt's Maul, ey. Boah, ist überhaupt nichts zu melden hier, Oma. Dich spieß ich an die Wand, Mädel. Mit Pfeil und Bogen, damit es nicht falsch verstanden wird, ne? Ich schaue mal ganz kurz, dass wir hier oben nichts vergessen haben. Okay. Nix da, Wurmsklave. Von dir hätte ich gern noch was, mein Freund.